Inmitten des unendlichen Universums ist ein strahlender heller Stern geboren. Ein Stern, der nur alle 1000 Jahre geboren wird, der Millenniumstern. Die Legende sagt, dass der Besitzer ein solch mystisches Sterns, der Superheld und ist. Doch ein Film vom Sternenhimmel. Zu der Zeit machte sich Mare und seine Freunde gerade eine schöne Zeit, als plötzlich. Bam! Oh mein Gott. Der Millenniumstern auf die Erde stürzte. Ja, Mamma Mia! Kind Mio! Natürlich stritten Mario und seine Freunde sofort darüber, wer den Stern behalten dürfte. Mio! Lakito! Da sah Lakito, als er auf seiner Wolke mit einer Spiegelkiste an der. Mario Party! Natürlich! Sie konnten doch Mario Party spielen, um so den Superheld zu ermitteln. Oder so ähnlich. Plötzlich erstrahlte der Millenniumstern in einem glänzend hellen Licht. Wow, Mamma Mia! Und in diesem Lichtstrahl wurde Mario mit seinen Freunden in die Spielkiste gebeamt. Guck mal, der Yoshi schlägt den Baum zusammen. Nee, ist nicht mehr. Und ein heckender Würfel hat sie alle mitgenommen. Super. Seid gegrüßt, ich bin der Millenniumstern. Wer mich besitzen will, muss meine Prüfung bestehen. Folgt mir. Nee, tut mir leid. Wir wollen dir jetzt folgen. Toll, er macht das ganze Schloss kaputt. Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mario Party 3 für die N64 kam bei uns raus 2001. Ja. Für den. N64, hast du schon gesagt? Nein. Und als kleiner Tipp, der Juli ist dabei, natürlich. Jo. Den Party kann ja nicht alleine steigen, ist ja langweilig, außer vielleicht im Story-Modus. Das Witzige ist, ich habe ja morgen auch Geburtstag, am 21. Juli. Jetzt hast du es verraten. Ja und? Jetzt werden sich dich alle umbringen. Ja, schon. So. Ja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Und da der Anfang hier schon so super spektakulär war. Und ganz ehrlich, ich vermisse Hudson Soft oder wie die Fabrik heißt. Hudson Soft. Denn die haben immer die geilsten Mario Partys mitgearbeitet. Und ja. Und die neuen Mario Partys sind eh alle scheiße. Das nennen wir einfach LP. LP, genau. Nicht Y. Mit YP. Okay, warum wir dieses Let's Play starten? Weil wir Bock drauf hatten. Ja, wir haben Bock und ihr wisst ja, Mario Party geht ja vielleicht nicht, also der zweite Teil und der erste ist eh Betrug. Auf den hatten wir eh keinen Bock und den dritten haben wir noch nicht getestet. Party Mode. Story Modus, naja, vielleicht ein anderer. Später, alleine. Mach ich. Sonst ab. Ja. Geht alles. Ich bin der Millenniumstern, bestätige. Ja. Das halt jetzt hier. Ich erkläre es kurz mal. Das ist, glaube ich, das. Wie heißt das? Gefechtsspielbrett. Ja, ich weiß, aber was macht man da nochmal? Das ist doch. Das die Spielsteuerungen. Dann das Minispielzimmer. Und das Duellbrett, da kannst du halt zu zweit, also nebeneinander. Ach, egal, lass uns loslegen. Wir werden mal alle Moden zeigen. Ich glaube, müssen wir nicht zu dem Millennium. Nee, das sind. Ja, doch, das. Ja. Das ist die normale Party, ne? Au. Und der kleine Pilz. Ich sag dir jetzt schon mal, es hängt alles scheiße an. Egal. Nein. So, egal. Drei. Fails müsste auch mal dabei. Ich habe jetzt hier auch keinen Bock zu schneiden. Und es gab Daisy und Waluigi hier. Nein. Das ist nicht mehr scheiße. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ich hab das. Ist das denn jetzt Waluigi, weil wie heißt so schön, mit Waluigi gewinnt man alles. Ja, das hab ich erfunden. Dann nehme ich Yoshi. Oh Gott, das um gerade mal hier ein bisschen neues Feeling reinzubringen, nehmen wir doch mal die Daisy und. Luigi ist immer dabei. Eine Party ohne Luigi steigt nicht.
Entschuldigung. Gott, sieht die Scheiße aus. Zu Daisy meine ich. Ich finde, die hat geile Augen. Und der war Luigi. Natürlich auf hart. Spaß. Wir spielen auf normal. Denn wir können das ja noch nicht so gut. Jetzt Handicap, na klar, wir haben 9 Sterne und die kriegen gar nichts. Nein, ohne Handicap ist langweilig. Das wäre langweilig, auch wenn... Guck mal, der ist doch voll klein. Wir fangen mit der eisigen Ebene an. Ja, Tiefkühltypen und peppige irgendwas. Und 12 Spielrunden 20, wie normal. Ja. Die Spieloptionen alle. Die gab es nämlich noch nicht, so 15 Runden und 10 Runden. Boni natürlich, ohne Boni macht es gar keinen Spaß. Wir wissen, das Spiel hat nur selten was mit Skill zu tun. Also, so ist das halt bei Mario Party. Außer vielleicht bei den Gamecube-Teilen, da kann man vielleicht noch was ändern. Aber ich glaube, hier war das noch so, dass... Chili Waters! Und ich dachte früher, Chili ist immer was Warmes, da habe ich den Namen nicht gecheckt. Aber Chili heißt ja kalt, oder? Nee, Cold heißt kalt. Was hieß denn da Chili? Chili halt. Keine Ahnung, das ist jetzt schon wieder so ein Epic Fail. Hä, Chili ist so... Chili ist so... Ach, Entschuldigung. Das ist Bericht. Ey, ich bin Zweiter. Ja, das war Luigi. Guck mal, Luigi ist der Player. Yoshi aber auch. Alle vernachlässigen die nochmal. Damit geht er richtig ab. Den sollte man niemals unterschätzen. Ich sage euch jetzt schon was. Dieses Brett wird schon mal ein Waluigi-Brett. Denn der Juli wird mal voll ab hier schon. Wer wird der Superheld? Der Stern ist... Waluigi, was fragst du noch? Hallo, ich frage dran nicht. Okay, ich zeige euch nur, wo der Stern ist. Ja, da, wo Waluigi ist. Alle, guck mal. Da, Alter, ist der. Zahle 20 Münzen für einen Stern. Und guck heilig. Waluigi kriegt den eh. Assis. Waluigi fängt natürlich alles, ja klar, mit einer 1. Nee, mit einer 8. Der ist zu gut, um eine 1 zu würfeln. Hier, wie schnell er laufen kann. Da seid ihr alle neidisch. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann mit der Schnelligkeit. Ja, das wir ist... Wir werden auch mal eine Challenge-Runde machen. Da werden wir ein komplettes Spiel setzen. Das habe ich jetzt gerade so beschlossen. Auf Schnellspielen, auf die Minispiele. Das wird bestimmt lustig. Okay, das ist dann... Das ist die falsche Karte. Das wird dann so ein Drecks-Fail. Ich weiß nicht. Ich gehe mal irgendwann. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir hoffen, es kommt nicht so ein Fail wie bei Mario Party 2. Aber ja. Nee, diesmal bin ich glücklich. So. Da war Luigi dabei, das kann gerade passieren. Stimmt, ich hab... Na, da besucht mich jemand. Hast du auch das gewürfelt? Ja. So, hier, kannst du mein Geld haben? Hier kriegst du ein paar sechseckige Münzen. Ja, ich finde das witzig, bei den meisten Mario Partys ändert sich immer die Bretter, also nee, die Felder. Die Felder ändern sich. 8 sogar. Die 8. Das sind achteckige Münzen. Der hat jetzt echt die Ecken von den Münzen gezählt. Ach, dieser Scheiße, die Daisy. Es gibt, wie bei Mario Party 2, was denn? Wie viel auch noch, was soll das? Achso. Guck, das ist 8 Ecken hier. Ja, achso, der meint die da, ja. Es gibt wieder die Bank, leider, die gibt's auch bei Mario Party 5. Bei 4 gibt's die nicht mehr. Nett? Nee, zum Glück. Ja. Ich mag die Bank. Mag die nicht. Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Ich bin einfach irgendwo hingegangen. Ja. Aber wenn die Computer schon nach da gehen, bin ich wohl scheiße gelaufen. Naja, egal, alle gegen Daisy. Und das Spiel ist komplett neu, das heißt, alles, wir haben noch gar kein Minispiel oder so. Ja, Fischfinger. Fischfinger, oder? Genau. Fischfinger, habe ich mir jetzt gelesen. Ich auch. Was muss man denn machen? Ich kann das doch alles gar nicht. So, gucken wir mal, Nein. Daisy? Ja, interessiert keinen. Richtung einschlagen. Ach, das ist so geil. Ja, da muss man ganz schnell A drücken und halt ja, laufen. Man, und da sehen die Fische so geil aus. Ich finde das so geil hier. Jo, guck dir mal Luigi an. Nee, ich finde das echt geil. Wieso machen die das heute nicht mehr, dass man so ein geiler Fisch hier zum Beispiel ist? Lass mich in Ruhe, ich bin Waluigi. Ja, siehst du? Jo, hast du es gerade gesehen? Ist doch wohl doch nicht das Skill. Hey, wie schwimmt man denn? Jo, wie die ab. Das war bei mir unlogisch. Los, gewinn, Fisch. Ich bin Carpador. Platsch, platsch. Jo, du ich backe in der Ecke. Geh da weg, auch. Geh da weg. Geh da weg, du. Oh, du böse Frau. Nein, geh da weg! Achso, ich dachte, du bist jetzt tot. Schwimm! Junge, ich kann das nicht. Das ist Überforderung. Los, schwimm, du Oschi. Yoshi. Du Karpfen. Los, jetzt wieder wechseln. Jetzt schwimm den Wasserverlauf, damit du zum Garados wirst. Junge, ich finde das richtig schwer. Das ist geil, das Spiel, weil einfach nur Yoshi so episch aussieht. Jetzt wieder andere Richtung, komm, das schaffen wir. Die ist aber auch so dumm. So, die macht alles das Gleiche. Jetzt diagonal. Ja, ich bin gerade mal richtig glücklich.
So als Bild. Nein! Nein! Du! Nein! Ein Klappe. Boah, die Mischa ist Stimme. Mann! Ja, aber Luigi ist doch nicht so der Skiller. Na doch! Ist er doch! Aber das muss ich ja angucken, ich wurde von dem Ding. Da gab's irgendwie so eine Anziehungskraft. Eine 4 erstmal, komm ich jetzt hier aufs Toad? Nee. Ich sag euch jetzt schon, das wird so ein, irgendwie so ein Fail. Let's play. Aber auch wieder ein abgefucktes wie Mario Kart. Achso. Das ist wie bei 5, wo ich immer sage, ach, ich bin dran. So, das ist ein Einkaufladen, ein Itemladen. Supermarkt für Telekauf. Ja, ich hol mir mal ein Handy. Braucht man, kann nicht ohne Handy aus dem Haus. Stimmt. Ja, ich habe mir letztens den Part von Julian gegeben bei Smaragd. Da musste ich lachen. Aber es war ganz gut. Ich finde den scheiße. Nein, ich finde den gut. So. Der macht dir alles nach, der Luigi. Ich glaube, der stalkt dich. Das hat er nicht. Es sei denn, der kauft sich jetzt dasselbe wie ich, dann wäre das echt komisch. Nee, er kauft sich einen Skelettschlüssel. Das erinnert mich wieder an die Story mit deinem Bruder. Nee, mit dem Kommen, was du mir erzählt hast. Komm, das war so behindert. Die kann ich gleich auch mal erzählen. Also, das war bei Mario Party 2, da habe ich mit meinem Bruder gespielt. Da hat sich ein Computer einen Skelettschlüssel gekauft, hat den eingesetzt, ist aber nicht durchs Tor gegangen. Der ist einfach. Der hat sich der 10 Mütze für nichts ausgegeben. Was ist das denn? Die Kinderspiele. Oder doch, das ist geil! Toads Power Pilz. Was muss man machen? Zerbricht die Blöcke und findet den Pilz. Rempele deine Gegner aus dem Rennen. Ey, das ist sowas wie Maxi-Pilz. Springen und angreifen. Kann man den Fetten auch zusammenschlagen, oder? Nee, ich glaube, der tötet einen. Gut. Oh, das ist so epic. Komm ich nach. Dürfen wir uns jetzt auch schon zusammenschlagen, oder bringt das nichts? Er hat einen Super-Pilz. Das weiß ich. Das Wer bin ich denn? Ich bin ja Waluigi, ich wollte... Alter. Boah! Junge! Wieso leckt das Spiel Junge. So? Oh mein oh Gott! Gott, ich da! Ich da! Oh oh! Alter, das Spiel ist voll lecky! Die verwandelt sich jetzt in Super Daisy, jetzt müssen wir wegrennen. Voll die heckige Musik! Ja, warum das gerade so. Warum die FPS gerade so verkackt sind, wissen wir allerdings nicht. Ach, ich bin schon wieder alleine. Ja! Das ist jetzt nicht das, was du kriegst bei dem Leck hier. Gut, jetzt hast du eigentlich gewonnen. Soll ich das mal auch schnell machen? Vielleicht geht's dann besser. Ja, mach mal. Nein. Doch. Ah doch, dann geht's nochmal. Alter, man kann ja nicht richtig laufen. Komm her! Ey, ich wollte auch mal laufen. Komm, die goldene Mitte. Scheiße. Nein. Holen die hier. Boah, wieso leckt Boah, das, das Spiel ist richtig übel. Das Zepard fängt echt gut an. Ja, das Intro verkackt. Das Spiel verkacke ich. Ich bin immer alleine in den Spielen. Ja komm, was soll man denn machen? So, jetzt reicht's mir. Jetzt gibt mir auch mal so einen Dreck. Ich hau die Alte weg. Ja, die hat doch Betrug. Sieh ja. Da war Schwierigkeit, ne? Oh, jetzt geht's. Alter. Komm doch her, Alter. Wenn's großes geht, dann geht's großes. Gibt's hier eigentlich Draw oder ist das dann wirklich der Punkt? Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Komm mal, du Alte. Deswegen wusste ich auch gar nicht, wie das funktioniert. Ja, die das hat Das ist doch... echt Betrug. Egal. Aber egal, bis die groß ist. Komm, bitte ein Draw. Nee, bitte kein Draw. Oh. Ja. Hier, oder? Ja. Oh man. Warum leckt das Spiel so? Nee, ich glaube, das ist nur das Minispiel. Ich glaube auch. Oh man, dann habe ich mich umsonst angestrengt. So, Waluigi der Skiller ist mal wieder am Werk. Guck mal hier lang. Ich glaube, das war falsch. Ich mache eher alles falsch. Ach, ich weiß wieder, wo der ist. Ja, du bist falsch gegangen. Ja, ich hab's geschafft. Was muss ich machen? Oh, Geld abgeben. Ja, was ist denn los? Was verkaufst du mir so? Goldpilz verkauft.
noch einen kleinen, noch so einen kleinen Tipp. Das Spiel wird ungefähr, also das Spiel wird ungefähr so ablaufen wie Mario Kart, von dem, von unserer Art her. So crazy shit. Ausraster sind natürlich auch nicht. Ohne, denn Mario Party ist einfach Betrug. Egal. Ja, ich bin hier schon der Rich-Typ hier. Sieht man ja, weil Waluigi hat immer 4 Münzen. Geil! Da kann entweder Münzen oder Sterne drin sein. Und ich glaube, da ist ein... Was? Oder Items. Anscheinend. Das werden wir jetzt auch mal... Hä? Okay. Ich habe Mario Party 3 noch nie wirklich gespielt, ja, Leute. Nur das 2er oder... Ja, nur das 2er. Ich habe 3 voll... Oder die Gamecube-Teile. Ich habe 3 voll wenig gespielt. Okay, dann tut's mir leid. Das war ein Fehler. Weil bei den anderen Teilen ist da immer ein Stern oder Münz drin. Hier gibt's anscheinend auch Items. Und das ist aber auch eine gute Idee. Ja, das ist nice. Und die Erneuerung ist, man kann hier 3 Items tragen. Und beim Tod kann man entweder ein Minispiel machen... Und man kann ein Item gewinnen, oder... Wartet mal kurz, wir machen kurz einen Cut. Da sind wir auch wieder. Wir wollten das testen, aber irgendwie geht das nicht. Na ja, dann müssen wir uns das jetzt leider auch langsam angucken. Die ist doch bescheuert. Aber genau zwischen die 2 Fenster, ey. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe, aber ich glaube, das war ja, bei dem Tod kann man halt entweder eine Frage beantworten... Man kriegt ein Item oder nicht, oder bei halt bei so einem Minispiel, aber die Daisy ist ja anscheinend zu blond, um irgendwas zu treffen. Ist aber blondhaarig. Ja, und innerlich ist sie blond. Damit beleidigst du aber die blonden Frauen. Egal. Nein, also ich finde blonde Frauen sehr, sehr hübsch. Attraktiv. Was? Requisitenraten? Oh Gott, das, das war doch irgend, das war irgendwo so, das war irgend so ein Trickspiel, das weiß ich nicht. Okay. Nein, das ist Verstecken spielen. Natürlich ist mal wieder die OP-Daisy am Wert. Ich hätte die nämlich wieder als erstes. Hier, wir müssen... Ja, komm, was erkläre ich denn da? Guckst du dir selbst an? Wir brauchen... Muss man abdrücken, um sich für Versteck zu finden? Nein. Wir müssen... Ach so. So kann man das mal noch ändern? Na, weiß ich nicht. Das weiß ich nämlich gar nicht. Alter. Hab ich... Ach so, wenn du dich nicht versteckst, dann hast du schon verkackt. Ich bitte nimm mich drin. Bitte nimm mich drin. Ja, gut. Ich glaube, das war nicht. Nee, da bin ich nicht. Da, das ist. Das ist. Ich war da oben, du warst. Ich war eigentlich hier. Echt? Ich war eigentlich beim Busch. Scheiße, ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Hauptsache, du bist nicht bei mir. Was hast du genommen? Ich bin Pilzhaus. Ja, gut, da bin ich nicht. Ich bin in dem Busch. Alter, nimm den Stein. Nimm den Stein, nimm den Stein. Alter. Oh, du Kuh. Scheiße, Mann. Hallo. Was hast du da schon wieder gemacht? Nee, ich renne eins am Pilz aus. Ich habe in den Busch gepisst. Das Haus bleibt mir treu. Du bleibst immer noch beim Haus, Junge. Nee, Waluigi. Okay, vielleicht denkt die, ja, Waluigi ist doch so ein Arsch. Verarscht, ich bin nämlich wieder am Stein. Ach so, ey, Junge. Ich wusste, okay, Leute, da hat er uns getrollt. Da hört ihr es. Ich hab so gedacht, so Daisy denkt so, ja, ist so ein Höhlenmensch und dann bist du wirklich einer. Guck mal, wie man da guckt. Ja, mit dem Austrick denke ich auch immer, dass ich ein Höhlenmensch bin. Ey, ich bin Erster. So, Legs müssen immer dabei. So. Und falls man ein paar Autos hört, tut mir leid, ich hab das Fenster offen gelassen. Dummer Fehler. Merke ich mir fürs nächste Mal. Ihr Raudis! So. Aber sonst geht's dir gut. Nein. Okay. Das, was ich gerade benutzt habe, ist ein Pilz und das war eine unnötige Zahl. Ich frage mich, wie der Titel von diesem Video heißen wird. Was? Ich schlafe hier. Soll ich einen Schneeball werfen? Bin ich dumm? Nee, mach's nicht. Ich gebe doch kein Geld dafür, dass du Schneeball wirfst. Die Antworten. Kann ich. Dann kann ich ja auch Schneebälle am Straßenrand verkaufen. Ey, vielleicht kriegst du ja Item. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich bin bestimmt genauso gut wie Daisy, wenn das ja, nee, ist. Du sagst doch, der war logisch, dieses Killer. Glücksrad. Wenn das schon welche dieses... Nee, aber da kann man was gewinnen, immerhin. Entweder du erwischt Bowser. Boah, das ist natürlich super. Ich will ein Buhu-Spray. Das ist Deo, Junge. Braucht man nicht anhalten. Das braucht er echt, sonst kann er sich nicht Daisy klar machen. Mit seiner Fresse erst recht nicht. Doch, komm hier ran. Oh, bei sowas kann ich immer betrügen. Bei sowas kann ich immer einen Trick. Ich weiß doch gar nicht, wie hier das Rad tickt. Oh, du bist so dumm, du hast das Baby-Bowser genommen.
Hey, woher weiß man das denn? Ne, den will ich nicht. Ich hab gesagt, den wollte ich nicht. Hey, woher weiß man das? Das war einfach. Das habe ich mir von irgendeinem Mario Party habe ich das gelernt. Ich glaube, DS war das. Ja, DS war das. Egal, ich habe Skelettschlüssel, damit bin ich reich. Ich habe auch einen gekriegt, ey. Von der netten Truhe. 90 beim Toadhaus. So, ich müsste jetzt eigentlich beim Stern sein. Ich habe ja kein Geld. Nein, ich habe gesagt, ich habe kein Geld. Ich glaube, der war hier. Ja. Hä? Ah, ich bin richtig... Ah, der ist... Naja, oben. Oben? Der ist hier. Ich hätte nur nach links abbiegen müssen, aber ich hatte eh nur 4 Münzen, also hat das keinen Sinn gemacht. Also seid ihr eigentlich voll doch den unnötigen Umweg gegangen. Du oder ich? Okay. Ey, wow, Klo, du hast einfach schnell einen Block gefunden. Was ist diesmal drin? Mann. Ja, ich finde das immer so. Yoshi kriegt immer die versteckten Blöcke. Das habe ich immer so erlebt. Aber jetzt habe ich Geld. Cool. Dankeschön. 23 Münzen nehme ich gern. Oh, das sieht aus, als ob es bald brechen würde. Ja. Hoffentlich bricht es jetzt. Ich hoffe es. Ich glaube, ab 3 Leuten bricht das Scheißding. Oh, schön. Luigi ist noch dran. Echt? Ja. Ja, dann bricht's. Oh, es bricht jetzt schon. Jetzt passiert ja auch, was passiert, wenn so viele Leute da drauf sind. Man muss zurück. Zum Start. Nee, doch nicht. Aber ich glaube, man kann jetzt zum Buhu gehen. Ich glaube, da war irgendwo ein Buhu. Was du für ein Lacker bist, ey. Das ist noch mal Yoshi, genau. Ja, schön, ich robben das. Wir nehmen jeden Partner an einen Spieler, also jedes Projekt mal nicht. Jetzt muss ich gegen Waluigi kämpfen, ich werde dich verlieren. Stimmt, ein bisschen Schwierigkeit halt zu bringen, wenn du jeden Part einen anderen. Zunächst ist es schon okay. Zeta-Zahnrad. Sehr schön synchron gesagt. Ja, immer. Wir kennen uns ja schon lange. Eine Sekunde lang. Ja. So, was muss denn Waluigi machen? Die anderen jucken mich eigentlich nicht. Zahnrad drehen und ihr müsst euch hier umdrehen. Ich glaube, du musst es. Achso, ja, du musst die Kugel Willis dazu bringen, dass wir jetzt sterben. Wie dreh ich das? So mit links oder rechts oder Tränen wirklich? Links oder rechts würde ich mal behaupten. Ja, das. Besten. Ja, das ist voll cool. Disco Pogo. Damit wirst du nicht durchkommen. Man, solche Spiele bin ich immer nicht so gut. Obwohl, ist voll einfach. Ich nehme alles zurück. Warum fliegen hier normale raus und ich bleib am Ende hier? Die fliegen als nur mit dich, das ist so dumm. Hallo, wo ist mal Peter, wenn man sie braucht? Dann sollte man kein... Ja, du warst drin. Komm, jetzt stirbt dieses Scheißvieh. Nee, es war nur Spaß, das mit Peter. Peter tötet es. Der hat dich getroffen, oh Mann. Jetzt geht so eine Kugel Willi auf dich, das wäre geil. Komm, ich habe 2 getroffen, sei ehrlich. Alle gegen Waluigi. Ich bin doch eh schon letzter. Das Face ist so epic. Dafür gibt's einen Daumen nach oben. Ach, wir sind schon bei 30 Minuten. Ach, die Runde machen wir noch. Wir können mit Kritik umgehen. Oh, eine Frage. Das ist dein Glückstag. Beantworte folgende Frage und du erhältst ein Item. Welche Art von Item hättest du gerne? Ja, Standard. Standard-Scheiße. Du bist so ehrlich. Da du so offen bist, gebe ich dir so viele Items, wie du tragen kannst. Oh, geil! Ja! Also, danke, Toad. Also, das nenne ich... Dankeschön, Toad. Das nenne ich Dankeschön, Toad. Also, wenn der so lieb zu mir ist, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Toad ist mein Schatzi. Liebe. Pilzliebe. Du bist halt auch ein Pilz. Du hast nur einen. Ja, ich will aber auch ein Pilz. Nein, bitte nicht das auch. Ja, was denn? Welches? Skelettschlüssel. Und dafür kriegst du Pilze. Jo, ich krieg Pilze bis zum Abwinken. Ja, die muss ja auch mal stoned sein. Zauberpilze. Alter, der hat so viele raus und dann so viele Stücke. Der war der Luigi, der holt sich jetzt einen Stern, ist ja klar. Nö. Ich will jetzt gewinnen. Bitte nicht mit der in der Gruppe, danke schön. Mit mir? Nee, mit Daisy. Wenn die so Rollstuhl bei dem Dings spielt, dann kann ich auf die verzichten. Gab's Schaukel, ja Jockey. Gab's dir schon die Itemtasche? Die ist geil. Ich muss mir mal den abziehen, so. Hä? Was ist das denn? Itemtasche ist was ganz anderes. Oh, danke, das hast du mir auch eine Idee gebracht. Was? Wiederholt abwechselnd reiten. Okay.
Egal wer. Das Spiel konnte ich mal. Was ist das? Was muss man da machen? Ja, reiten. Ja, aber wie? Ja, mit A und B so. Aber nicht gleichzeitig. Verstehst du nicht, ohne Lust. Alter, mein Süßer. Das ist so scheiße. Zini. Achso, nicht in die bösen Erdbeeren, Karotten. Hä, wie geht denn das? Also das ist so ein Geduldsspiel. Das ist so wie Etona. Nein! Nein! Du Drecksack! Zini! Überhol den Assi. Ja, die haben Hyperspeed. Ich bin eh letzter, wenn man es genau nimmt. Was soll das irgendwie komische Gay-Spiel? Nichts gegen Gays. C! Hol dir so einen Super-Hacker. Nein! Ja, natürlich! Nee, ich hab verkackt. Speede, Yoshi, speede! Mach mich stolz, mein Junge! Dammit, ich werd sogar letzter! Komm, das war Betrug. Ich war drin, auf einmal ändert sich das. Lübecker! Na gut, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Part. Daumen hoch für Yoshi? Nee, für Waluigi, weil er so gut gucken kann. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das wird sich dann machen. Okay, ciao. Ciao.